So, wir sind zurück mit dem Pioneer DJM Nexus 2 und ja, wie wir das vorhin schon gesagt haben, wir gucken uns immer die Dinge als erstes an, die uns sofort auffallen und anscheinend stehen wir auf Dinge, die hell leuchten, denn als erstes sind uns aufgefallen die neuen Soundcolor FX Filter Knobs. Chris, was macht die denn so schön? Ja, was macht die schön? Also erstmal, dass die größer geworden sind im Gegensatz zu dem alten. Deutlich sogar. Fühlen sich auch besser an und wir haben in der Einheit hier dann auch eine neue Parameter Regulierung. Den gab es vorher auch gar nicht bei dem DJM 900. Ist super, weil wir nämlich, wie zum Beispiel hier bei dem Noise-Effekt, einstellen können, wie laut der sein soll in dem Fall. Ja. Also sprich, laut, leise. Ah, okay. Ne? Also ganz einfach. Da haben sich echt viele auch, ich sag jetzt mal, beschwert, dass der alte halt richtig krass laut reingekommen ist und immer alles geklippt hat. Man konnte das nur über den Fader irgendwie regulieren das war gut. Nicht so schön und das haben die jetzt damit eingebracht und genau das gleiche ist halt auch bei den anderen Effekten. Filter bringt dann mehr Resonanz rein zum Beispiel in den Effekt und bei den anderen wird es einfach intensiver, bei den Echo-Dingern hier. Und der Sweep-Effekt ist neu, ist eine Mischung halt aus dem Gate und einem Breitband-Equalizer jetzt. Wenn ich nämlich hier nach rechts drehe, haben wir einen Breitband-Equalizer und hier wird es halt smoother, beziehungsweise Tiefen und Höhen. Genau. Und auf der linken Seite haben wir immer noch den Gate. Ah, okay, den haben wir. So, und den nennen sie jetzt halt so Sweep. Man auch mitarbeiten, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall nice. Ich finde es sehr schön, dass die Potis halt wirklich größer geworden sind, kommen auch vom DDJS. SZ und RZ. Zumindest erinnern sie mich stark daran. Sehr griffig, sehr wertig auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen sonst mal den Weg hier von dem, was uns sonst so aufgefallen ist. Denn das nächste wirklich nette Feature ist eine Send-and-Return-Einheit, die hier oben eingebaut wurde, die komplett unabhängig von den anderen Effekten ist. Sprich, ich mach mal eben ein bisschen leiser. Danke. Danke. Die wir hier eingebaut haben, sprich, ihr seid in der Lage dazu, die Send and Returns zu benutzen und weiterhin eure normalen Effekte zu benutzen. Vorher bei dem alten Mixer, war es halt so, dass ihr hier einstellen musstet, Send and Return, und ihr konntet halt dann auch wirklich nur auf den externen Effekt halt zugreifen und den auf die einzelnen Kanäle legen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ihr ja eben sowohl Send and Return Effekte benutzen könnt, aber eben auch die alten Effekte, die Onboard-Effekte halt. Und wo wir gerade dabei sind, was hier sehr schön zu sehen ist, wir kriegen immer angezeigt, auf welchem Kanal gerade unsere Effekte liegen. Das finde ich sehr geil, auch gerade für dich als Clubmensch. Ja, finde ich auch. Ist eine kleine Erneuerung, aber es macht wirklich einiges aus, wenn man im dunklen Club ist und nicht weiß, auf welchem Kanal bin ich gerade. Ja. Jetzt zu Send and Return Einheit nochmal zurückzukommen. USB. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir können via USB ein iPad anschließen. Und das ist natürlich ein Feature, wow, also finde ich total heftig. Wir haben hier die Möglichkeit, unser iPad anzuschließen mit einer App. Momentan ist das von Pioneer, man glaubt es kaum, der AirMix 1000 in virtueller Version quasi im App Store zu kriegen. Und ihr habt die Möglichkeit, quasi ja virtuell die Effekte von dem AirMix 1000 hier anzuschließen via USB und als normalen Send-and-Return-Effekt zu nutzen. Total abgefahren, wie ich finde, weil hier ein wahnsinnig großes Potenzial drin steckt für weitere Apps, die da noch kommen könnten. Zukunftssicher auf jeden Fall. Also richtig, richtig gespannt, was da noch alles passieren wird. Ein wahnsinnig cooles Feature. Hut ab vor Pioneer. Finde ich gut. Richtig gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Wir haben hier das X-Pad. Was fällt mir da auf? Der Display ist ein bisschen kleiner als beim Vorgänger, aber was sehr cool ist, Chris. Ja, wir haben halt das X-Pad, was ein bisschen größer ausfällt halt als dieser Strip hier einfach. Und wir haben eine direkte Angabe, was oder wo wir uns jetzt befinden, in welcher Taktung, ne? Ein Halb oder ein Viertel. Ich gehe mal eben auf den Echo, wenn man das da besser hört, drehe ich das nochmal ein bisschen auf. Und dann hat man die Möglichkeit, halt hier drauf zu klicken. Ne? Und dann beginnt auch sofort der Effekt, wie man hört. Man sollte es hören, auf jeden Fall. Okay. Sehr, sehr nett. Danke. Ja, danke auch. Ja, das ist nämlich auch so ein Problem, was man vielleicht im Club haben könnte. Das ist der richtig. Vorgänger, der Back-to-Back-Mixer oder so, ne, mit dem du da auflegst, der hat hier gesagt, oh, ich mach mal hier in dieser neuen Frequenz
Einheit irgendwie für die Effekte, nur die Höhen an oder vielleicht alles aus und dann habe ich gar keinen Effekt. Ja, und das ist uns gerade nicht aufgefallen. Schön, und ja. Deswegen hat uns der Kameramann eben ausgeholfen. Und jetzt sollten wir, wenn wir alle Frequenzen drin haben, auch den Effekt hören. Das tut man auch. Ja, okay. Genau, also das ist ein weiteres Feature. Ein eigentlich positives Feature, dass man nur die Frequenzen herausheben möchte. Das kennt ihr vom RMX 1000 auf dem Effektgerät und vom DJM 2000, glaube ich. Auch genau, da kann man auch die einzelnen Effekte auf die jeweiligen Frequenzen packen. Was natürlich in so einem Techno-Genre oder so geil ist, wenn man jetzt ein Echo hat und da halt nur die Höhen dann mitnimmt. Das ist dann schon nimmt er nicht sehr alles geil mit und hört sich irgendwie alles ein bisschen weicher an. Das ist schon cool, dass man das steuern kann. Genau. Und wenn wir nicht so wie vom Ochs vom Berg hier gerade gestanden hätten, dann wäre das auch locker direkt flockig passiert hier von Anfang an. Aber nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir das gerade erwähnt hatten, was halt echt cool ist, ist, dass der Effekt, wenn wir hier drauf kommen, direkt anspringt und ausgeht, sobald wir wieder loslassen. Das ist schon richtig, richtig und nice. Nachhalt, also es ist schon eine coole Sache auf jeden Fall. Definitiv. Wo wir gerade dabei sind, wir haben drei neue Effekte. Wir haben einmal den Ping-Pong-Effekt, der euch einen Echo-Effekt von links nach rechts legt. Ich mach nochmal neu an. Wir waren da gerade beinahe raus. Ne? Und der legt euch halt einen Echo-Effekt von links nach rechts. Ein weiterer neuer Effekt ist der Vinyl Break, glaube ich. Ne? Genau. Was ganz nice ist, weil wenn man damit so arbeitet, wie du es mir vorhin gezeigt hast. Ja, also man hat einmal die Möglichkeit, einfach hier, so ähnlich wie beim Slip-Mode, der Track läuft weiter auf den Player zu machen oder eben jetzt hier einzubringen. Das hat da auch der RMX 1000 und ist cool. Auch genauso hier möglich. Man drückt direkt drauf und da geht's raus, sofort raus und wieder rein. Also es ist eine coole Sache. Sehr schöner Übergang auf jeden Fall, finde ich gut. Helix-Effekt ist so ein Effekt, den ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber halt lustig ist auch. Ja, ich glaube, man kann den auch gut einbringen, wenn man den voll aufdreht. Und dann dreht er auf, der Track ist halt komplett aus. Ich verstehe. Dann ist es vielleicht sogar cool. Nein, der ist geil. Also ich glaube, okay, kann man gut wird wahrscheinlich Spaß machen auf jeden Fall. Ja, damit hatten wir die Effekte durch, die da neu am Start sind. Dann kommen wir unten weiter. Wir haben hier einen Macville-Fader eingebaut. Zum Macville Fader kann ich persönlich nicht so viel sagen, weil ich nicht der DJ bin, aber ich habe mir sagen lassen, dass das ein magnetischer Fader ist, was somit das Beste ist, was du wohl in einem Pult haben kannst, weil du halt keinen Widerstand hast bzw. keinen Kontakt hast. Ja. Und für Scratchy DJs soll das einfach das Nonplusultra sein und der geht hier wirklich, also es ist butterweich. Ja, ja. Butterweich, ich weiß nicht, Mama. Das ist echt. Das ist schon krass, ja. Das ist super. Entweder ich habe eine sehr starke Puste oder der Fader ist wirklich butterweich. Dann würde ich sagen, können wir halt mal weiter gucken. Hier haben wir ja gerade schon drüber gequatscht, über die Parameter. Was uns als nächstes auffallen wird oder aufgefallen ist, ist halt auf jeden Fall der wunderbare doppelte DVS-Anschluss. Mega cool. Ich glaube, gerade für dich, wenn du mit einem DJ-Kollegen unterwegs bist, ist es ziemlich gut, oder? Ich selber lege nicht mit DVS auf, aber ich habe es halt in den Clubs schon öfter mal festgestellt, wenn dann welche kommen, die dann eben Laptop alles mitbringen oder auch einen Controller oder so, dann können die jetzt einfach Plug and Play hier rein, ist ganz einfach, A und B, das ist ein Mehrwert und du wirst nicht so gestört. Hoffentlich, man muss es natürlich testen, ne, wie es dann ist, aber eigentlich ist es ein Mehrwert für den Club und für die das auch vorbereiten müssen. Weil natürlich du einfach nur noch rein musst und nicht noch lange hinten dran rumfummeln musst. Manche sind auch irgendwie anders verbaut. Daumen hoch auf jeden Fall für den Club. Also ist eine geile Sache, einfach ja, entweder mit seinem Kollegen aufzulegen oder wie du gerade eben sagst, der nächste kommt an und muss nicht irgendwie großartig was umbauen, umstellen oder sonstiges. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr nices Feature. Das sage ich sehr oft heute übrigens. Kurz aufgefallen ist mir noch hier Folgendes. Kleine Klinke, Kopfhöreranschluss direkt am Mixer. Wir haben hier neue Erdungsschrauben, die richtig schön robust sind und deutlich größer sind als beim alten, wie man hier sieht, wo die halt mit so Plastikkappen belegt waren. Und wir haben Gold-Cinch-Anschlüsse. Also lecker. Und vier Phono-Eingänge. Richtig, das ist auch richtig, genau. Beim alten gab es halt zwei und es ist ja auch typisch, ne, zwei Phono-Anschlüsse zu haben, aber der gute 900 Nexus 2 bringt halt vier Phono-Anschlüsse mit sich mit. Das ist alles schon sehr, sehr nice. Doch. Und Chris und ich mussten vorhin ein paar Mal gucken, als wir das so hier durchgegangen sind. Wir sind häufiger mal hier auf den hier gekommen, weil, ich hoffe, man erkennt das, sieht schon ziemlich einheitlich einfach aus. So als würde der Teil vom CDJ
2000 noch zum Mixer gehören. Ja. Also das sieht richtig, richtig, ich sag jetzt mal sexy. Also das neue Finish macht schon was her. Auch hier. Schöne matte Oberfläche und das ist schon ein neues, geiles Design, würde ich sagen. Genau, das auf jeden Fall. Und wie ihr seht, das Set im Allgemeinen hat sich vergrößert. Das ist das Letzte, was wir noch zu sagen haben. Auch hier haben sich die Maße nochmal geändert. Es sind auch circa 10 mm, die das Ding quasi breiter, nein, länger geworden ist. Und schwerer auch. Ist es auch deutlich schwerer geworden? Ja, ein Kilo, glaube ich. Ein Kilo, glaube ich, pro Gerät, ja. Genau, richtig. Ich übrigens auch, seit gestern. Oh, sieht man nicht. Danke, das sieht. Eine Kleinigkeit noch, und zwar Pegelanzeige pro Kanal. Da gibt es jetzt nämlich eine Clip-Warnanzeige. Entschuldigen Sie bitte, Sie klippen. Ja, das ist für uns DJs quasi die Anzeige, wir übertreiben gerade. Oder es hört sich nicht mehr gut an, weil wir komplett im roten Bereich sind. Genau, da kommt noch nicht ich rein, aber das Ding zeigt euch auf jeden Fall an. Ja, hier geht es so ein bisschen drüber. Ne? Wir finden das auf jeden Fall gut und sagen quasi an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Kommentare von euch. Alles zu dem Gerät, was ihr noch irgendwie wisst oder Fragen habt, bitte in die Kommentarbox. Wir freuen uns über jedes Like, Kommentar, Subscribe und wir sagen tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche.